Alright, jetzt zeichnet er auf, oder? Ja, zeichnet auf, okay, easy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Social Media Magnet Podcast, alle zusammen. Ich sitze hier gerade mit dem Boris aus Freiburg. Ja, Boris und ich, wir kennen uns wie lange jetzt schon? 2 Jahre ungefähr, ne? 2017 haben wir uns kennengelernt, glaube ich, übers Network klassischerweise. Ich habe den Boris eingeladen, weil Boris seinen Weg lustigerweise oder interessanterweise ähnlich verlaufen ist wie meiner. Also du hast ja, ich sag mal, du hast dem Network, sage ich mal, ein paar Monate später den Rücken gekehrt. Wir haben eigentlich darüber nie geredet, wirklich warum, weshalb, weswegen. Und hast dann auch deine eigene Social Media Agentur gestartet, beziehungsweise bist beratend tätig. Und das sind eigentlich so die passenden Themen, weshalb ich gesagt habe, lass uns einfach mal wieder austauschen, lass uns mal wieder quatschen miteinander. Deshalb, leg doch einfach mal los. Also erzähl mal, mich würde mal interessieren, was ist passiert nach WG? Du warst bei IML und wie ist dann so der Weg verlaufen dazu, dass du gesagt hast, hey, du startest jetzt deine eigene Social Media Agency? Ja, erstmal freue mich und beziehungsweise danke für die Einladung. Ich würde sagen, ich rede jetzt einfach mal drauf los. Genau, also ich war bei IML und wie es die meisten aus dem Network wahrscheinlich kennen, ist, dass das Ganze sehr stark fluktuiert. Das heißt, man kann Input, Input, Input geben. Man hat ein Stück weit Kontrolle beziehungsweise sehr viel Kontrolle, aber mir hat einfach diese Konsistenz gefehlt. Und da habe ich gedacht, ich muss jetzt mich etwas widmen, wo ich im Endeffekt langfristig einfach mehr Kontrolle habe und wo mir auch das Ganze mehr oder weniger gehört. Und das Schöne, was im Agency-Bereich ist, beziehungsweise auch im Vergleich zum Dropshipping oder im E-Commerce-Bereich, ist, dass das Ganze mit der Zeit auch immer schöner wird, sage ich mal. Denn man baut Referenzen auf, das heißt, es wird einfacher, man baut sich so eine kleine Marke auf, mehr oder weniger. Dementsprechend wird es mit der Zeit immer einfacher, in Anführungsstrichen. Genau, das ist so eine coole Sache, die ich im Agency-Bereich sehr mag. Und wie das Ganze gestartet hat im Endeffekt ist, ich habe auch zwischendrin Dropshipping gemacht, hatte da meine Startschwierigkeiten natürlich, aber dann hatte ich da auch ein, zwei Winning Products, aber die sind dann nach ein paar Wochen bzw. Monaten ausgestorben. Und dann hatte ich den Schluss gefasst, okay, ich habe jetzt nicht allzu viel Kapital. Was ist jetzt der schnellste Weg, ohne viel Kapital vorab Geld zu machen? Dementsprechend kam sofort Agency in den Sinn. Und mich hat die Ad von Tai Lopez schon davor monatelang verfolgt mit dem ganzen Agency. Und dann dachte ich mir wirklich, hey, ich hab Skills im Bereich Webseitenranking durch Nischenseitenerfahrung, weiß, wie man Ads schaltet durch Dropshipping, kenne mich mit Social Media im Endeffekt aus, wieso biete ich das Ganze nicht Unternehmen an im Endeffekt. Und da habe ich den Schluss gefasst und habe direkt 2 Tage später am Abend mir eine Liste von 20, 30 Unternehmen gemacht und habe direkt angefangen, durchzutelefonieren, und tatsächlich nach einer Woche hatte ich da schon meine 3, 4 Meetings, und so hat das Ganze mehr oder weniger begonnen. Geil, geil, cool. Um so ein bisschen zu deiner Origin-Story zu kommen, um vielleicht dem einen oder anderen, der sich den Podcast anhört oder sich das auf YouTube anguckt, noch ein bisschen mehr Background zu dir zu geben. Wie bist du generell gedanklich auf das Thema Entrepreneurship gekommen, beziehungsweise dass du sagst, hey, ich will was selbstständig machen? Weil ich weiß, du hast studiert oder studierst auch noch, ne? Also das war ja so der Fall. Wie ist das bei dir gekommen damals? Ja, im Alter von 18, ganz klassisch, da wurde ich darauf angesprochen. Das war noch zur BIMA-Zeit. Da wurde ich da ungewiss auf Meeting eingeladen, habe mir das Ganze angehört. Im Endeffekt wollte ich da nur mitmachen, nicht wegen dem Geld, sondern einfach, weil ich coole Leute kennengelernt habe und ich sowieso nach dem Abi jetzt relativ viel Zeit hatte, und da hat einfach alles gepasst. Dementsprechend, wenn man da so reinrutscht, fängt das Ganze natürlich an mit Personal Development, dass man anfängt, Bücher zu lesen, auf YouTube ein paar, sag ich mal, Mentoren und so weiter trifft. Und da kommt man eigentlich gar nicht drum rum, dass man immer so mehr tiefer da reinrutscht in diese Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, passiv Geld verdienen. Und das war der Start in das Ganze. Und es wurde eigentlich immer intensiver mit den Jahren. Genau. Ja, cool. Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt nachher über den Leon und so weiter. Wir waren im selben Network unterwegs, haben uns ein paar Mal in Freiburg getroffen. War auf jeden Fall eine coole Zeit, interessante Gespräche. Und ja, ich kann mich noch erinnern, damals das ja auch mit Flavio, habt ihr ja Amazon FBA gemacht, war das, ne? Oder ob es nachher schon Dropshipping war. Habt ihr uns ja gezeigt, ein paar eurer Produkte. Es war für mich so komplettes Neuland, ne? Weil als
wenn du Networker bist, ne, dann bist du, obwohl du immer jedem erzählst, dass du offen sein sollst für neue Möglichkeiten, bist du eigentlich meistens nie wirklich selber offen für neue Möglichkeiten oder dich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, was eigentlich ganz paradox ist. Mhm. Interesting, klingt cool. Das heißt, du hast dann angefangen, okay, du hast dann die ersten 2, 3 Kunden am Start gehabt, ne? Und ich habe ja auch gesehen, du hast deine eigene Facebook-Gruppe, in der teilst du Wissen. Du hast ein paar richtig, richtig gute YouTube-Videos am Start, die auch schon viele tausende Klicks haben, wo du viel Wissen zum Thema Social-Media-Agentur-Business rausgibst. Und hast du dir dann tatsächlich, weil du hast gesagt, ich hatte die Ad von Tai Lopez verfolgt, hast du dir dann tatsächlich den Kurs von Tai geholt? Hast du dir einen anderen Kurs geholt oder wie bist du da strukturell vorgegangen? Hast du einfach gesagt, hey, ich mache jetzt Learning by Doing, ich habe jetzt genug gelernt, lang genug gemacht, oder hast du gesagt, nee, ich hole mir jetzt nochmal ein Coaching und die Struktur dazu? Tatsächlich habe ich, also wie gesagt, habe ich die Ad verfolgt, aber ich wusste von Anfang an, ich hole mir keinen Kurs von Tai Lopez. Einfach weil der mehr der Marketing-Typ ist und das Ding nicht selber macht, weil er halt da seine Teams zu das umsetzen. Ich wusste schon ganz genau, bei wem ich bin, nämlich beim Iman Garzdi. Also vielleicht, wenn ihr der ein oder andere nicht kennt, der ist aktuell, glaube ich, 18 geworden, macht mit seiner Agency circa 50.000 Profit im Monat, hat natürlich auch eine starke Personal Brand mit knapp 100.000 Subscribern auf YouTube mittlerweile und ist auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Ja. Und ich habe von denen schon mega viel gelernt, auch schon zu den Dropshipping-Zeiten. Auch die Art, wie er kommuniziert und wie er die Sachen angeht, hat mir gefallen. Dementsprechend habe ich seinen Kurs geholt und bin ihn dann durchgegangen. Tatsächlich war der Kurs dann deutlich anders, als ich dachte. Also der ist dann nicht so wirklich an das Umsetzen, an die technischen Sachen gegangen, sondern es ging mehr um Mindset, dass man mit dem richtigen Mindset an das Ganze geht, damit man auch als junge Person von Geschäftsführern ernst genommen wird. Tatsächlich hat mir das mega geholfen, also einfach diese Mindset-Geschichte und diese Strukturgeschichte. Und danach bin ich dann durch Kontakte an den Kurs von Sam Ovens gekommen, also wie nennt man das? Accelerator? Consulting Accelerator, ja. Genau. Und sage ich heute noch, das ist mit Abstand der beste Kurs, den ich überhaupt gemacht habe, weil der hat mein Mindset in Bezug auf Facebook-Ads komplett verändert. Also funktioniert der Algorithmus, wie muss man sich da aufstellen, damit man überhaupt Chancen hat, irgendwann profitabel zu sein. Und das sind so die 2 Kurse, die ich währenddessen gemacht habe, also nicht bevor ich angefangen habe, sondern eher während ich schon alles habe, und es hat einfach nochmal mein Selbstbewusstsein in der Umsetzung oder im Meeting beziehungsweise gestärkt. Ja, stark, stark. Wenn wir jetzt hier ein paar Leute haben, die sich überlegen, beispielsweise mit Social Media Beratung oder sowas durchzustarten, ne? Was waren da so die ersten Gedanken von dir? Weil ich finde es mega cool, du hast gesagt, du hast gleich Kaltakquise gemacht am Telefon. Das ist so eine Sache, die empfehle ich immer direkt den Leuten, nicht zwangsläufig aus dem Hintergrund direkt Abschlüsse zu machen oder daraus jetzt, sage ich mal, viele Kunden zu gewinnen, sondern viel eher daraus, sich so ein bisschen abzuhärten, weil umso mehr Gespräche du führst, umso öfter du Kaltakquise machst, umso eher, sage ich mal, fühlst du dich auch nachher wohler im persönlichen Gespräch, fühlst dich wohler, die Leute persönlich anzusprechen. Das heißt, alle anderen Akquise-Möglichkeiten fallen dir im Vergleich zur Kaltakquise nachher viel, viel einfacher gedanklich und bringen nachher mehr Erfolg. Aber was würdest du empfehlen, wie muss man gedanklich rangehen an die ganze Sache, damit das, ich sag mal, auch Aussicht auf Erfolg hat? Na, also was bringst du beispielsweise auch deinen Coaching-Teilnehmern bzw. Mentees aus deiner Gruppe bei? Weil ich sehe ja, viele sind da Anfänger und viele stellen eben dieselbe Frage. Ne? Die sagen, hey, pass auf, ich habe noch ein bisschen Schiss, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie soll ich da rangehen? Was ist da so dein Way to go? Was hat dir dabei geholfen? Ja. Also du sprichst schon das Richtige an. Die sind da, oft sind sehr viele ganz, ganz, ganz am Anfang. Das heißt, die haben zwangsläufig auch noch keine Erfahrung im Online-Marketing-Bereich, wissen aber, dass das funktioniert und wollen es halt direkt umsetzen. So für Kunden, obwohl sie es selber halt noch nicht gemacht haben. Da ist auch so ein bisschen das Problem, was ich sehe, dass sie halt noch nicht dieses Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dass es auch wirklich funktioniert, wenn die dann wirklich einen Kunden haben. Das heißt, was ich dann die Leute immer frage, ja, hast du denn schon Erfahrungen bisher gemacht? Meistens heißt es dann nein. Dann sage ich, hey, pass auf, wie würdest du dich fühlen, wenn du es schaffst, den Kunden zu closen
und dann eventuell kommen keine Ergebnisse. So, dementsprechend wird er sich schlecht fühlen. Gut, dann sage ich, okay, dann fokussiere dich am Anfang nicht zu sehr aufs Geld. Klar, am besten 1.000, 2.000, 3.000 im Monat von den Kunden bekommen. Aber am Anfang sollte man sich darauf fokussieren, nur Mehrwert zu bieten. Das heißt, man sollte auch nicht abgeschreckt davon sein, eventuell mal einen Monat kostenlos oder zwei Wochen kostenlos zu arbeiten. Ja, vielleicht ist dann der Kunde dann vorgeprimed und will später kein Geld mehr zahlen. Aber es gibt ja genug, sage ich mal, Kunden da draußen. Sondern es geht nur darum zu sehen, dass das, was du machst, erst ein-, zweimal funktioniert hat. Und dann bist du auch mit einem ganz anderen Mindset im Meeting. Das heißt, ich hole die erstmal von den Gedanken weg, sofort Geld, Geld, Geld sehen zu wollen, sondern dass sie erstmal ihre Delivery stärken. Ob sie es selber machen oder ob sie das outsourcen, ist halt eine andere Sache. Aber es ist wichtig, dass sie wissen, das, was ich mache, wird auch funktionieren. Ja, finde ich einen coolen Ansatz. Ich fahre mit meinen Coaching-Teilnehmern im Prinzip eben den gegenteiligen Ansatz, ne? Deshalb habe ich auch gefragt, weil ich finde das so cool. Bevor ich zu meinem Ansatz komme, wie bist du, also hast du auch angefangen, kostenlos erstmal was zu machen? Oder hast du direkt schon höher geclosed? Und wenn du kostenlos angefangen hast, wie hast du es dann geschafft, eben genau diese Kunden, sage ich mal, auf eine paid Version zu closen? Ne? Oder wie bist du da dann, sage ich mal, ins Geldverdienen gekommen? Ja, also praktisch diese Transition. Genau, also ich habe auch kostenlos angefangen, ganz klar. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das in dem Kurs so gelernt habe, mehr oder weniger. Ja. Und witzigerweise genau dieselbe Person, also dieser Iman, sagt seit einigen Monaten auf gar keinen Fall kostenlos anfangen. Also er hat da seine Meinung komplett geschützt, witzigerweise. Genau, also ich habe da auch kostenlos angefangen, weil ich einfach selber mir das Ganze beweisen wollte. Das, was ich mache, hat Wert, dann will ich erst verkaufen. So, ob es vielleicht doch nicht der beste Weg ist, weiß ich nicht, aber so habe ich nun mal angefangen. Das Gute ist, ich habe am Anfang die Erwartungshaltung sehr gut gesetzt. Ich habe gesagt, pass auf, das Ganze machen wir jetzt zwar kostenlos, einfach damit wir sehen, dass das Ganze auch für dein Unternehmen individuell funktioniert. Aber wenn wir gewisse Benchmarks erreichen, dann wird es genau diesen und diesen Preis kosten. So, und wenn es für dich okay ist, dann können wir die Zusammenarbeit jetzt beginnen. Das heißt, die Kunden wussten in der Regel schon praktisch, was auf sie zukommt im Endeffekt. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber bei meinen ersten drei Kunden habe ich direkt in der Testphase geliefert. Dementsprechend wollten sie mich dann auch nicht mehr gehen lassen. Also, genau. Ja, sehr cool, sehr cool. Finde ich gut. Was glaubst du bei dir selber, wenn du so eine Einschätzung geben müsstest? Weil, wie jung bist du? Du bist auch erst 21, 22, ne? Ja, genau, 21. Bis auch erst 21, ja. Was würdest du für eine Einschätzung geben? Was glaubst du, überzeugt das Unternehmen, den Interessenten am meisten? Sind es nachher tatsächlich die Ergebnisse, die du ihm lieferst, in Form von beispielsweise mehr Leads, mehr Verkäufe oder mehr Besucher im Geschäft? Oder bist es du als Person selber? Ich würde sagen, zu 85% eher ich als Person selber. Also ja. Festgestellt. Es geht oft nicht mal ganz darum, wie viele Leads er letztendlich bekommen hat, sondern teilweise auch der Weg dorthin. Das heißt, wie die Zusammenarbeit war, dass er einfach weiß, hey, es gibt ja jemanden, der kümmert sich um mein Unternehmen online. So, das ist meistens der große Fokus. Die wissen das zwar nicht immer am Anfang, da heißt es, hey, wir wollen Geld ausgeben und so viel Geld wieder reinbekommen, aber tatsächlich am Ende geht es doch mehr darum, dass sie diese praktisch Geld den Komfort gezahlt haben. Das heißt, dass sie sich keinen Kopf mehr drum machen, okay, ich muss jetzt posten oder ich muss jetzt irgendwie ein Angebot raushauen online, sondern die wissen, okay, da gibt es den Boris und sein Team und die kümmern sich darum im Endeffekt. Ja. Finde ich gut. Also bin ich genau derselben Meinung. Ich sage das auch immer zu meinen Leuten. Ja. Das ist genau der Punkt ist. Und zwar, du musst den Interessenten von dir überzeugen. Ne? Du musst es schaffen, dass er daran glaubt, dass du ihm helfen kannst. Weil die Ergebnisse am Ende, klar, die sind relevant, sehr relevant sogar, ne? Oder sollten zumindest stimmen, damit die Zusammenarbeit weiter funktionieren kann. Das ist so ein mega major Point. Wie sind jetzt eigentlich deine Preisstrukturen aufgebaut? Also closest du immer noch deine Kunden mit einer kostenfreien Testphase oder gehst du direkt in eine Paid-Testphase rein und wie sehen da so deine Preisstrukturen aus? Ja. Also ich sag mal so, bei 99% direkt bezahlt, einfach weil ich in einigen Bereichen schon Referenzen habe und auch schon viel ausprobiert habe. Dementsprechend
bin ich da, kann ich da mit einem guten Gefühl reingehen und direkt Geld verlangen. Und es merken die Kunden auch unterbewusst. Genau, angefangen habe ich mehr so mit Preisen unter 1.000 Euro, also eher um die 5 plus minus. Jetzt bin ich so eher Richtung 1.250, so um den Dreh herum. Ja. Also auch nicht ganz teuer, sage ich mal. Also schon günstiger als die meisten, würde ich sagen. Aber es liegt auch eher daran, dass mein Klientel bzw. die Unternehmen, auf die ich zugehe, auch nur, sage ich mal, in dieses Kaliber reinpassen. Das heißt, die haben jetzt keine 10.000 Euro Werbebudget im Monat, wo sie das Ganze outsourcen und Hauptsache, das läuft irgendwie. Also wir geben da Geld aus, niemand kümmert sich darum, sondern die schauen auch schon sehr ganz genau drauf, dass auch Geld wieder reinkommt, dementsprechend, weil sie nicht so viel Spielgeld haben. Ja, da würde ich mich auf das Klientel fokussieren, was jetzt auch in der Zukunft kommen wird, dann wird es natürlich auch anders aussehen, dass ich eventuell dieselbe Leistung das 3-, 4-, 5-fache bekomme. Ja, macht Sinn. Was, erzähl mir mal so ein bisschen ausführlicher so, wie bist du dann konkret vorgegangen? Für welche Nische hast du dich entschieden? Hast du verschiedene Nischen? Bist du der klassische, hey, ich mache das lokal bei mir im Ort-Typ? Oder sagst du, nee, alle, die ich cool finde, haue ich an, ob sie in der Schweiz sitzen, in Spanien oder in Deutschland? Und du hast gerade schon gesagt, Bobis und sein Team. Wie bist du hingegangen, um zu sagen, ich skaliere jetzt hoch, ich baue mir ein Team auf, hast du da VAs oder wirklich Mitarbeiter am Start und so weiter? Das würde mich mal interessieren. Ja. Wo fange ich an? Genau, also mit der Teamgeschichte, die sind relativ klein. Ich sage auch das Wort Agentur nicht so gerne, weil ich stelle mir unter Agentur eher so Großraum mit 10 Mitarbeitern oder so. Das ist eine Agentur. Wir sind so irgendwas dazwischen zwischen Freelancer und Agentur, meiner Meinung nach. Ja. Und im Aktuellen arbeiten wir zu dritt. Das heißt, ich habe einen Webdesigner, der hat eine eigene Webagentur. Das heißt, alles in dem Bereich Webdesign geht direkt an ihn raus und dann setzt er auch das Ganze um. Und ich habe einen Instagram-Manager, der hat eine, den kennst du sogar, den Janis, der hat eine eigene Instagram-Agentur und alles, was Bereich Instagram angeht, das source ich an ihn aus, mehr oder weniger. Und ich fokussiere mich selber hauptsächlich nur auf Facebook-Ads. Das heißt, das sind so die drei Core-Sachen, die wir anbieten. Also einmal Facebook-Marketing, dann Instagram-Marketing und wenn ein Kunde möchte, natürlich auch noch Webdesign, wobei es jetzt nicht die Dienstleistung ist, auf die ich, sage ich mal, scharf bin, sondern kommt halt vor, dass ein Kunde eventuell auch eine neue Webseite möchte. Genau, das ist so die Struktur, die wir haben. Was war die zweite Frage, die du gestellt hattest? Die Frage war, bist du eher lokale Unternehmen oder alles, worauf du Bock hast? Ja, also ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch keine Nische. Was ich jetzt auch nicht gerade stolz bin, aber so ist es einfach nur mal abgelaufen, sondern meine Kunden sind auch aus den verschiedensten Bereichen und tatsächlich vom YouTube-Channel her bekomme ich schon relativ viele Anfragen von Unternehmen. Ich würde sagen im Schnitt 3-4 im Monat ungefähr, wo mein Content jetzt nicht wirklich B2B ausgerichtet ist. Also es gibt mehr an Leute, die eine eigene Agentur aufbauen möchten. Genau, und dementsprechend ist es einfach so, dass ich auch einige Coaches dabei habe, Tanzschulen dabei habe, Kampfsportzentren zum Beispiel. Das heißt, komplett verschiedene Bereiche. Genau. Aber Vorteil ist halt, dass ich praktisch in jedem Bereich mich mal austoben konnte und ungefähr weiß, in diesen Bereichen auch funktioniert. Genau. Das heißt, ich nehme eigentlich alles, egal ob es jetzt in der Nähe ist oder weiter weg ist. Ich glaube, der Kunde, der am weitesten weg wohnt, wohnt in Mannheim. Und ich habe mich mit ca. 70% meiner Kunden auch noch nie persönlich getroffen. Halt alles über Zoom. Ja, mega. Es ist geil, Mann, ist cool. Also bestätigt mir einfach nur wieder, dass das echt in meinen Augen, zumindest aktuell und auch in den nächsten paar Jahren, eines der genialsten Geschäftsmodelle ist für die gesamte Wirtschaft, sage ich mal in dem Sinne. Ne? Also es ist ja, ich weiß nicht, ob es Warren Buffett gesagt hat, Warren Buffett sagt ja immer, Win-Win-Situationen sind für den Arsch, ne? Muss immer eine Win-Win-Win-Situation herstellen, also drei Wins im besten Fall. Und in meinen Augen ist es einfach genial, dass wir als junge Menschen oder andere junge Menschen so den Win haben, dadurch, dass wir uns was nebenbei oder Vollzeit dazu verdienen können. Ich sage, für Leute, die keine Familie haben, noch bei ihren Eltern wohnen beispielsweise, ne, oder studieren gehen, sind 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat sehr viel Geld. Und wir können dadurch einen Win für den Kunden erzeugen, ihm viel Arbeit abnehmen, ne, für ihn mehr Umsatz reinbringen und einen Win natürlich für die Kunden des Kunden, die dann aufmerksam werden auf seine Produkte oder auf seine Dienstleistungen dadurch. Ja. Das ist schon ganz cool. Was war für dich... Was für dich als Berater, Freelancer, whatever, Agentur so, ist ja, sage ich mal, der größte Abfuck-Moment,
Ja, also wie lange machst du das schon und was war so in der Zeit so der größte Abfuck-Moment, wo du gesagt hast, okay, was passiert mit einem Kunden bei dir selber oder sonst wo, wo du sagst, hey, das war echt für einen Arsch, Mann. Ja, das ist sogar mehr oder weniger vor kurzem passiert, Ja. witzigerweise. Das Ganze jetzt schon seit einem Jahr etwa und ja, rund ein Jahr circa. Und der größte Abfuck-Moment ist, als ich definitiv geliefert habe mit Ja. meiner Leistung, aber der Kunde nicht in die Pötte gekommen ist, sage ich mal. Ja. Das heißt, zum Beispiel, das war jetzt mit einer Webseite, das heißt, wir haben eine mega, oh mein Gott, die sieht so gut aus, diese Webseite, für Ja. den Kunden erstellt. Und die aktuelle Webseite, die er hat, die sieht echt sehr veraltet aus. Und da hat der Kunde einfach mehr oder weniger nicht gezahlt, beziehungsweise nicht die volle Zahlung gemacht und hat hinterher sogar noch seine erste Teilzahlung zurückgefordert, weil anscheinend die Webseite ihm nicht gefallen hat. Gut, jetzt könnte man zum Beispiel mit dem Klienten diskutieren und über Anwalt hin und her, darauf habe ich keine Lust, dementsprechend einfach Geld zurück und Haken dahinter machen. Aber aus diesem Prozess habe ich auch einiges gelernt, wie ich mit Kunden in Zukunft, sage ich mal, vorgehe, sodass ich auch selber ein bisschen mehr abgesichert bin. Und im Bereich Ad schalten, Klassiker, man schaltet Ads, die sind profitabel und dann close der Kunde also dein Klient close die Kunden dann nicht, beziehungsweise er geht schlampig mit den Leads um. Das heißt, er ruft die erst nach 3, 4 Tagen an oder erst nach 5 Tagen an und dann auch nicht konsequent, wenn er am Telefon ist. Das heißt, es geht alles mehr oder weniger verloren. Dann heißt es am Ende, es war unsere Schuld, die Leads waren scheiße, obwohl das Unternehmen mit den Leads nicht richtig gearbeitet hat. Ja, verstehe. Was hast du jetzt aus den zwei Situationen konkret gelernt? Also was würdest du jetzt jemanden empfehlen, der vielleicht sowas schon mal erlebt hat oder der das erleben könnte, um, sage ich mal, ein bisschen vorzubeugen? Ja, ganz klar, dass man also seinen Klient schult davor. Das heißt, man fragt einfach, hey, wer kümmert sich denn um die Leads? Machst du das selber? Oder gibt es irgendwie eine Angestellte, die da die ganzen Leads abfängt und die anruft? Dass man einfach so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wenn du die Leads rausschickst, was passiert dann? So, wer geht daran? Wann geht daran im Endeffekt? Sorry. Kein Wer geht Ding. daran im Endeffekt? Und wenn der sagt, hey, das ist irgendwie meine Sekretärin etc., dann kann man auch die Frage stellen, hey, hat sie Erfahrung in dem Bereich? Also ist sie viel mit dem Kundenkontakt, also in diesem Bereich tätig? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, dann würde ich sogar schon so weit gehen, habe ich auch schon gemacht, dass man seinem Klient ein Skript gibt. Das heißt, ungefähr so einen kleinen Leitfaden, wer die Leute einfach abholt und herbestellt im Endeffekt. Genau, Ja. das ist. Und wenn man das hat, dann weiß man schon ganz genau, okay, die Leads werden zumindest mal anständig bearbeitet und selbst dann, dass man trotzdem regelmäßig fragt, ja, okay, hey, hast du die denn schon angerufen? Wie verlief das Gespräch? Dass man auch währenddessen ein bisschen justiert und optimiert im Endeffekt. Und auch in der Geschichte mit der Webdesign-Geschichte, dass man da einfach professioneller rangeht im Endeffekt. Das heißt, dass man auch, wie es üblich ist, davor praktisch eine Art Mockup erstellt von der Webseite und dass der Kunde auch sagt, ja, dieses Design gefällt mir, das kaufe ich und dann wird es erst umgesetzt. Dann vermeidet man, dass eben hinterher solche Geschichten passieren, dass der Kunde sich irgendwie komischerweise was komplett anderes vorgestellt hat. Ja, ist oftmals so. Ne? Ist halt so, dass manche Leute dann, sag ich mal, im Nachhinein ja halt die Klassiker-Ausrede bringen. Ne? Gefällt mir nicht oder so, aber liegt halt meistens dann daran, dass sie doch nicht zahlen wollen oder zahlen können. Ne? Und ich sag mal, ich meine zumindest bei mir war das bisher nur eher selten der Fall. Ich sag mal, nur so bei einem von vier, einem von fünf Kunden wollte der Kunde, sage ich mal, einen Vertrag haben, ne? Also einen Vertrag haben insofern, dass wir das alles vertraglich regeln, was alles passiert und wie das Ganze abläuft und so weiter. Ja. In 75% der Fällen wollen das die Kunden teilweise nicht. Und wenn du das selber beispielsweise einbringst oder forderst, dann, sage ich mal, bringst du die in so eine Defensivposition, wo die das Gefühl kriegen, teilweise, hey, okay, vielleicht will er mich abzocken oder so, oder vielleicht liefert er dann irgendeine Kacke und dann habe ich was unterschrieben und kriege mein Geld nicht zurück oder sonst was. Na? Ja. Also habe ich bisher, sage ich mal, in den meisten Fällen gut ohne Vertrag durchgekommen bin. Was ich aber generell jedem empfehlen würde, der anfängt, das ausschließlich über E-Mail Kontakt zu halten mit seinem Kunden. Und ich sag mal, immer so Trial Closes zu machen. Ne? Insofern, dass du, so wie du es schon gesagt hast, immer wieder so Angebote schickst, beziehungsweise so, hey,
passt das so und so und erst anfängst, wenn er immer das Ja gibt, weil ab dem Zeitpunkt hast du auch, selbst ohne einen Vertrag, hast du rechtlich was gegen ihn in der Hand, weil wenn er dir das Ja gibt, das Go für dieses Angebot, ne, du nochmal schreibst, hey, bist du sicher, willst du die Website genau so haben, ne, und der Preis davor eh auch schon irgendwo im Schriftverkehr geklärt wurde, ne, dann kann er rechtlich da gar nichts mehr machen, so, dann schickst du das zum Anwalt oder zum Inkasso und die treiben die Kohle ein und da kannst du nichts mehr machen, was natürlich mündlich ein bisschen schwieriger ist, ne. Also das wäre meine Empfehlung dahingehend. Aber das glaube ich, hast du persönlich daraus auch was gelernt für, also wie du persönlich jetzt auftrittst in dem Sinne? Weil glaubst du, der hat es jetzt einfach nur gemacht, weil er broke ist oder weil er die Kohle nicht hat beispielsweise? Oder glaubst du, er hat es gemacht, weil er vielleicht glaubt, ich kann das mit Bogus machen? Weißt du, weil das hatte ich auch schon ganz oft gehabt bei Coaches von mir oder sowas oder ab und zu auch bei mir, dass das, ja, weil ich sag mal in Anführungszeichen zu nett war, blöd gesagt, oder sage ich mal, einfach sehr offen mit den Menschen kommuniziert habe, dass sie sich gedacht haben, die können sich mehr rausnehmen nachher. Ne? Die können nachher, nachdem die Leistung erbracht wurde, nachverhandeln oder doch sagen, nee, das wollten wir doch nicht so haben, ne? weil sie so ein bisschen den Respekt verloren haben und gedacht haben, okay, das kann ich jetzt einfach machen, das kann ich jetzt bringen, ne? Was will er schon gegen mich machen? Ja, ja. Ich glaube, in diesem spezifischen Fall lag es eher daran, dass der Kunde selber nicht wirklich wusste, was er wollte. Weil ich habe ihn dann ein paar Spiele geschickt und da kam halt so, ja, passt so. Da kam kein wirklich klares Ja, so, da kam keine richtige Antwort im Endeffekt. Und das war mein Fehler, dass ich da mehr drauf verharren hätte sollen und mir ein konkreteres Ja hätte abholen sollen, bevor ich mit der Arbeit loslege. Das heißt, der Klient wusste nicht wirklich, was er wollte, so nichts Konkretes. Und wir haben halt schon angefangen mit der Arbeit. Und das heißt, ganz klar irgendwo meine Schuld, klar auch seine Schuld, weil er nicht wusste, was er wollte und auch klar kommuniziert hat. So, also Schuld von beiden Seiten, aber im Endeffekt muss ich da vorsichtiger sein. Ja. Ja, interesting. Was war für dich bisher der geilste Moment, ne, seitdem du deine Beratertätigkeit, deine eigene Agency hast, ne? Also was ist so passiert, wo du gesagt hast, hey, das ist echt geil, Mann. Da hast du mal so einen halben Tag lang gestrahlt. Ja. Der geilste Moment war, da habe ich für meinen Kampfsportklienten, da hatten wir eine Aktion für Tag der offenen Tür. Also die wollten da die Bude voll haben. Da ist ein Klient so knapp 1.000 Euro wert, so über seine Laufzeit, wenn er sich da anmeldet. Und wir hatten dann ein relativ überschaubares Budget, also im mittleren dreistelligen Bereich. Und wir haben da circa, ich glaube, es waren 25 Leads sammeln können, also Anmeldungen, wo Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen. Und ich bin dann, also der Geschäftsführer hat dann gesagt, ich soll dann bitte auch da sein beim Tag der offenen Tür. Dann habe ich es ganz knapp noch geschafft, bin am Ende noch da gewesen. Und dann habe ich halt wirklich gesehen, wie knapp 80% der Leute, die sich eingetragen haben, wirklich vor Ort waren. Und dann stehst du halt in diesem Raum und schaust dich um und siehst dann halt die ganzen Leute und merkst dann, boah, die sind halt nur wegen meiner Werbeanzeige hier im Endeffekt. Ja. So, und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du dieses ganze Zeugs, was man am PC macht, dann auch wirklich mal materiell oder physisch dann sieht im Endeffekt. Und der Tag war auch mega erfolgreich. Also wir hatten da circa 10 Anmeldungen im Endeffekt mit einem kleinen Werbebudget. Und es war halt ein cooles Gefühl, die ganzen Leute da zu sehen. Ja, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall cool. Weil vor allem, so wie du es schon sagst, das ist schon super, super interesting, Offline-Geschäften vor allem zu helfen. Online-Geschäfte ist sehr viel mehr trackable, aber vor allem Offline-Geschäften zu helfen, wirklich mehr Besucher ins Geschäft zu kriegen oder sonst was, und da so sein Social Proof zu haben. Das klingt cool. Du hast vorhin gesagt, du willst jetzt in nächster Zeit, sag ich mal, ein bisschen weiter hochgehen von Preisen, von den Klienten her. Was ist so generell das Ziel, die Vision dahinter? In welche Richtung willst du dich entwickeln? Wo möchtest du in den nächsten 1 bis 2 Jahren stehen? Ja, also im Bereich Agency, sage ich mal, habe ich gemerkt, dass die Nische E-Commerce mir mehr Spaß macht. Einfach aus, weil ich wirklich alles tracken kann im Endeffekt. Ja. Also da habe ich noch mehr Kontrolle und es macht einfach mehr Spaß. Also für mich persönlich, dass ich mich mehr in diese Richtung bewegen möchte, definitiv. Und so vom, wie ich das Ganze skalieren möchte. Wenn es nach mir ginge, vielleicht 4, 5 Kunden maximal, wo ich auch noch schon sehr gut drin involviert bin, weil ich im Endeffekt ständig dann am Lernen bin und dann auch nicht zurückfalle,
weil ich merke es ja heute schon, ich bin jeden Tag im Werbeanzeigenmanager unterwegs. Wenn man so eine Routine hat im Endeffekt, dann merkt man selber, wie man besser wird, in Anführungsstrichen. Und das will ich in Zukunft verlieren, weil das ein Skill ist, was meiner Meinung nach sehr viel wert ist. Und ja, da sehe ich mich im E-Commerce-Bereich eher oder eher auch im Immobilienbereich. Finde ich auch ganz interessant. Und wie gesagt, mit 4-5 Kunden circa. Und dann läuft die Sache. Genau. Ja. Und Team. Also ich will definitiv später kein Büro haben mit x Mitarbeitern, sondern eher das Ganze flexibel halten. Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Mal genau die andere Richtung. Also bin ich auch so. Also Wolfgang, wir haben ja zwar, sage ich mal, 11 Leute, die für uns und mit uns fest arbeiten und sonst an nichts anderem. Aber trotzdem jeder halt ganz entspannt, Homeoffice und so. Und einmal im Monat treffen wir uns, haben unsere Slack-Gruppen, Channel und so weiter, ne, so dass jeder flexibel ist. Weil dieser Büro-Vibe kann auch killen, ja. Also hast du vielleicht sogar in dem Video, in YouTube-Video gesehen von Sam Ovens, ne? Wo es um Kommunikation ging und so, fand ich super spannend. Das heißt, du willst dir so ein paar, willst du E-Commerce und Immobilien selber machen oder für Kunden? Für Kunden und auch selber. Ja. Klingt gut, Mann. Sehr cool, entspannt. Ja, Boris, wo kann man jetzt abschließend, sage ich mal, ein bisschen mehr zu dir finden? Und was findet man da so? Wo sollen die Leute draufklicken? Wo sollen die reinkommen, wenn die sich mit dir connecten wollen? Ganz klassisch auf dem YouTube-Channel. Also da gibt es mittlerweile 20, 30 Videos nur zu dem Thema, also nur Social Media Marketing Agent. Ansonsten gerne in die Facebook-Gruppe, aber ich meine, das sieht man auch, wenn man die YouTube-Videos anschaut. Und ja, ich bin eigentlich generell antworte ich auch relativ schnell. Also schreiben mir mittlerweile auch viele Leute. Das heißt, das darf man auch gerne machen. Ja, sehr cool, sehr cool. Also Boris Atsehuva, Freunde, ne, ich schreibe es euch rein. Ihr habt es vielleicht hier auch in der Aufzeichnung gesehen oder sonst was. Auf YouTube jede Menge Free Content und in seiner Facebook-Gruppe. Da findet ihr auch einige coole Sachen und könnt euch mit ihm connecten. Ich glaube, du hast sogar so ein kleines Mentoring-Programm am Start, ne? Also klein in Form von Preis, habe ich gesehen, ne? Also relativ überschaubar. Was geht da gerade? Also wie viele Teilnehmer hast du da drin? Und bewirbst du das aktiv? Nee, ich bewerbe das nicht, sondern ich habe das nur in meiner unter meinen Videos als Link, dass man sich im Strategiegespräch bewerben kann. Aktuell sind wir da, ich glaube, 10 Leute, aber Leute, die da Gas geben, sind es maximal 5-6 Stück, also die wirklich bei jedem Call am Start sind und auch durchziehen. Und mittlerweile ist es auch schon, haben wir auch schon relativ gute Resultate. Also die ersten Leute, die da am Start sind, die auch Gas geben, die haben auch schon vorzeigbare Resultate, sage ich mal. Und das Schöne ist, dass wir eben nur so ein kleiner Kreis sind. Dementsprechend ist es auch sehr familiäres Verhältnis. Man lernt auch in verschiedenen Nischen. Das heißt, jeder hat Kunden in anderen Nischen und macht Spaß. Und das Projekt, also der Inner Circle an sich, das ist eigentlich für mich mehr so eine Vorstufe beziehungsweise ein Learning für mich. Okay, wie helfe ich den Leuten denn am besten beziehungsweise am schnellsten? Klar, später wird dann auch mal ein ordentliches Coaching oder Kurs etc. kommen. Und da kann ich einfach diese Learnings mit rausnehmen, damit die Qualität dementsprechend auch schon sehr gut sein wird. Sehr cool, sehr cool. Ja, weil das wollte ich eben fragen, was da dein Ziel ist damit. Also, ob du das größer machen möchtest und so weiter. Ja, klingt doch mega, Mann. Klingt mega. Ganz, ganz, ganz abschließend einfach an sich noch was. Was glaubst du, sind so die nächsten großen Trends zum Thema Geld verdienen, zum Thema generell auf Social Media, was Thema Content, Money Making und so weiter angeht? Was glaubst du da, worauf fokussierst du dich? Weil du hast ja schon gesagt, E-Commerce, ne? Gab es jetzt einen großen Boom 2018. Was glaubst du, wohin entwickelt sich so die ganze Szene? Ja, also ich würde, meiner Meinung nach wird E-Commerce immer größer und mehr kommen im Endeffekt. Instagram wird, glaube ich, ein bisschen abnehmen, einfach weil ich das Gefühl habe, also nicht von der Nutzerzahl, sondern einfach weil es viel zu qualitätsfern ist, meiner Meinung nach, mittlerweile. Ja. Deswegen denke ich, wird so der Umschwung eher Richtung Pinterest ein bisschen gehen. Da sehe ich mega viel Potenzial. Also ich habe da auch schon kleine Projekte gestartet, wie die Plattform funktioniert. Das ist komplett anders wie Instagram. Aber da denke ich, es wird so ein bisschen mehr Boom mit der Zeit. Und an sich Trends, ich glaube, dieser ganze Coaching-Markt wächst ja jetzt schon mega krass. Aber ich glaube, das wird nochmal deutlich mehr explodieren in den nächsten Jahren, beziehungsweise auch dieses Jahr. Das sind so die Trends, die ich erkenne.
Ja, sehr cool. Easy. Ja, vielleicht konntet ihr auch einiges für euch mitnehmen. Vielleicht catcht ihr ja den nächsten Trend. Pinterest habe ich jetzt auch schon öfter gehört, vor allem im E-Commerce-Bereich. Ich war selber noch nie auf Pinterest, aber weil ich die ganze Zeit auf LinkedIn möchte. Ja? Also ich weiß nicht, ob du auf LinkedIn bist. Ich habe da zwar einen Account, aber ich habe da nie was gemacht bisher. Aber scheinbar, sage ich mal, beschmeißen die dich richtig mit Reichweite im Vergleich zu Instagram und zu Facebook. Deshalb das dazu. Okay, Boris, ich danke dir vielmals, ne, fürs Gespräch, mein Lieber. Wir hatten es ja schon mal besprochen gehabt, vielleicht machen wir zweimal so einen kleinen Live-Workshop einfach mal, ne, so im Webinar-Style, wo du mal so deine Best Practices sharest und ich mal zusammen und wir dann mal ein paar Fragen beantworten. Aber ansonsten war es das für heute. Ne? Macht dir eine schöne Woche, wir quatschen und jedem Einzelnen, der zugehört hat, checkt Boris aus, folgt ihm. Geht in seine Gruppe rein, guckt euch die Videos an, lasst dem ganzen Daumen nach oben da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Okay, ciao.